Yeah, hi. Und jeder von uns hat mittlerweile einen Punkt, ja. Und ich würde mal sagen, los geht's, Flo. Flo, hau rein, los geht's, Mann. 1:1:1 steht's. Okay, alles klar. Tag 5, alles klar, es geht weiter, Freunde. Wir sind wahrscheinlich wieder in der Stadt gelandet. Letzte Runde habe ich einfach richtig durchrasiert, richtig gewonnen. So wie es aussieht, bin ich in der... Oh, lol, ich bin einfach... bin aber gerade eben beim Spawn gespawnt. Wie lustig ist das denn? Okay, ich bin mir noch nicht sicher, wo vielleicht die meisten Kisten sein könnten. Allerdings werde ich wahrscheinlich jetzt an Stellen suchen, ne, wo ich mir einfach vorstellen kann, dass da noch nie jemand war. Ja? Wir müssen jetzt einfach ganz viele Lucky Blocks suchen. Wir gehen auf jeden Fall nicht mehr dorthin, wo wir in der letzten Folge waren. Also, ich muss schon sagen, ja, die Runden, ne, wo ich sau viele Items hatte, wo ich richtig gut ausgestattet war und etc. und was weiß ich, habe ich alle verloren, ja. Und dann letzte Folge, als ich dann einfach gedacht habe, okay, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mal eine Runde, dann wahrscheinlich die nächste, weil der Zeitdruck halt eben zu groß war und was weiß ich, ne, die habe ich dann auf einmal gewonnen. Warum? Warum ist das so, weißt du? Und das ist halt eben Hardcore Heroes. Das ist das Lustige an dem neuen System, was wir haben. So, wir haben wahrscheinlich hier eine Kartschienenstation oder sowas, wo wir vielleicht fahren können oder sowas, ne? Sieht ganz interessant aus. Können wir hier fahren? Warte mal, dafür brauchen wir ja wahrscheinlich ein Minecart oder sowas, ne? Vielleicht können wir das wirklich fahren, aber hier gibt es irgendwie keine Steine oder sowas in der Art, ne? Warte mal, aber das geht bis nach da ganz hinten. Wir können eigentlich durch die City cruisen, ne? Warte mal, lass uns mal kurz ausprobieren. Wir schauen einfach nochmal kurz nach, dass wir nochmal kurz hier langlaufen. Dann fahren wir einfach mit dem Ding. Wäre das nicht irgendwie eine coole Idee? Oh je. Yeah. So, vielleicht bauen wir uns dafür, warte mal, haben wir vielleicht hier irgendwas in den Dispensern drin? Da haben wir ein paar Fische drin. Okay, ganz nices Zeug. Okay, einfach mal die Fische rausholen, weil die Fische sind auf jeden Fall sehr gutes Nahrungszeug. Die Kuchen nehmen wahrscheinlich ganz schön viel Platz in Anspruch. Allerdings brauchen wir nochmal kurz irgendeine Spitzhacke oder irgendwas zum Craften, ne? Ein bisschen Holz oder sowas. Ah, guck mal, da haben wir auch schon ein paar Dings da, bums das, ein paar Kisten, ne? Mit einer Firebomb, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Poison Potion, ja? Und dann hier nochmal ein Hero Bow. Sehr schönes Ding. So, wahrscheinlich haben wir oben nochmal ein bisschen was liegen. Weil, wenn unten nämlich schon was vorhanden ist, muss wahrscheinlich im nächsten Stock auch was am Start sein. So, easy peasy. Das ist, glaube ich, eine Hunger-Potion. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir wissen, dass der Hunger hier in Hardcore Heroes sehr schnell zugreifen kann. So wie es aussieht, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Tür war jetzt gerade eben offen. Das war irgendwie ein bisschen blöd, ja. Da habe ich irgendwie das Gefühl... Oh, schnell die... Weg aus der Hand nehmen. Oh Gott, war das... Das war gefährlich. Warte mal, wir nehmen die einfach mal aus der Hotbar raus, ne? Damit wir da jetzt keine Gefahren mehr haben. So, und da oben nochmal ein Lucky Block. Oh, yes. Heroes Axe. Sehr schönes Ding. Und Pickaxe. Sehr, sehr nice. So, das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal mit der Pickaxe hier ein paar Blöcke ab, damit wir uns gleich ein Minecart bauen können. Eigentlich dürfte es eigentlich nicht perfekter laufen. So, und natürlich mit der Axe hier nochmal ein bisschen Holz abbauen, damit wir genug haben, um uns eine Crafting Bench zu bauen, um uns natürlich unser benötigtes, wunderschönes Minecart zu bauen. Und dann fahren wir einfach mal durch die City, weil wenn wir nämlich mit dem Kart fahren, dürften wir eigentlich so viel... Warte mal, ich habe sogar eine Idee. Yo. Warte mal, wir haben wie viel? 18? Nee, das dürfte nicht reichen. Wir brauchen so circa 40 Diamanten, ne? Weil, könnt ihr euch noch erinnern, ich hatte mal in der einen Folge diesen einen komischen Villager, ja? Und dieser Villager hat ja super starke Waffen verkauft. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Warte mal. Oh, falsch gebaut. So, easy. Warte mal, wie ging denn nochmal Minecart? Ach so, für ein Minecart hat man Eisen gebraucht. Ich dödel. Oh nein. Ich bin so ein Dödel. Warte mal. Vielleicht finde ich hier irgendwo Eisen, weil ich würde schon gerne mit dieser Dings fahren, ja? Mit dieser Bahn. Das merke ich mir auf jeden Fall, dass die hier ist, ja? Falls wir irgendwo Eisen finden, kann ich das auf jeden Fall also sofort abbauen, weil ich nämlich hier... Warte mal, haben wir da vielleicht Eisen? Nein, aber wir haben hier Schuhe, die wir auf jeden Fall anziehen können. Das sind ja eigentlich diese Kisten, glaube ich, die schon mal durchgeguckt wurden. Der Boomerang kann man mitnehmen. Hier nochmal ein extra Herz, was wir auf jeden Fall auch mitnehmen können. Zack, boom, bam, easy peasy. Nein, brauchen wir nicht. Bottle of Enchantment kann man benutzen, ist aber nicht unbedingt nötig. Lava Bucket, habe ich schon dreimal gesagt, dass ich unbedingt mit diesem Lava Bucket da irgendwas machen möchte und dass ich den mal im Kampf benutzen möchte. Allerdings hat das bisher noch nicht so gut geklappt. Aber wenn wir das nächste Mal irgendwie verfolgt werden, legen wir einfach diesen Lava Bucket auf den Boden. Ich glaube, hier war ich doch schon mal, oder? Nee, war ich nicht. Guck mal, hier sind Emerald Leggings. Ich glaube, die hätte doch irgendwie jemand mal mitgenommen. So, wir haben hier nochmal ein Schwert rausbekommen. Sehr schönes Ding. Hier geht es nicht mehr weiter nach oben. Okay, das war's. Das ist unsere ganze Ausbeute. Ich bin zufrieden. So, in dem Haus waren wir wahrscheinlich auch noch nicht. So wie es aussieht, war hier gerade eben wirklich niemand in letzter Zeit. Ich glaube, das habe ich auch, glaube ich, noch nie in den Videos von den anderen so bisher gesehen. Wir schauen mal kurz, ob hier vielleicht ein Haus nochmal ein bisschen leer steht, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen plündern können. Weil wenn wir jetzt irgendwo ein bisschen Eisen finden, wissen wir sofort, was wir tun. Aber so, es wäre eigentlich mein Ziel, das heute eigentlich zu schaffen, ne? Aber dafür muss uns natürlich der Eisengott ein bisschen Eise geben. Ein bisschen Eise könnte es ja gerne mal sein, du. So, alles klar. Flo schreibt LOL. What? Was meinen die denn?
Was ist denn los? Übrigens, ich habe gerade eben den Chat noch ein bisschen voll, weil, oh yo, hier sind Eisenblöcke, easy peasy, lemon squeezy. Leichter könnte es echt nicht gehen. So, das heißt, wir nehmen uns hier nochmal kurz die Eisenblöcke, so. Und jetzt können wir uns nochmal ganz gechillt eine Crafting Bench bauen. Crafting Bench gebaut, so. Mein Mikrofon ist übrigens an, das ist sehr gut, weil manchmal vergesse ich das nämlich anzumachen. So, Minecraft gebaut, schönes Ding. So, 5 Minuten bis zum nächsten Drop. Ich bin mir nicht ganz sicher, sollen wir uns den Drop holen oder sollen wir fahren? Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal keine Zeit verschwenden und ich gehe einfach fahren, ja. Ich meine, wenn ich schon fahren möchte, warte mal, ich baue mich hier sogar einfach mal so runter, weil mir nämlich das Springen irgendwie ein bisschen zu gefährlich ist. Es hätte mir wahrscheinlich ein bisschen zu viele Hungerkeulen gezogen und was weiß ich. Aber wir haben jetzt zum Glück einen Kuchen. Aber da warten wir noch ein bisschen, bis wir ein bisschen mehr Hunger bekommen. So, lol, Flo wurde einfach von einem Anvil getötet. GG, Noob. Okay, Flo wird sich wahrscheinlich die Lucky Blocks holen. Mit denen kann man eigentlich so das meiste rausholen, meiner Meinung nach. Weil wenn die Lucky Blocks, würde ich mal was... warte mal, wo ist denn die hier? Die Dings da, wo ist denn die Bahn nochmal gewesen? Nein, die war, glaube ich, hier, genau, wenn man da runterläuft. Perfekt, so. Hier essen wir nochmal kurz den Kuchen auf, damit wir nochmal volles Essen haben. So, easy, wir hatten hier unten sogar Eisen, so. Und dann konnten wir uns hier easy peasy so nach vorne bewegen, so. Ganz schnell irgendwo hier Truhen. Und mit diesen Truhen... Noob! Noob! Alter, Roman! Noob! Noob! Oh lol, Alter, okay. Das heißt, den Flo haben wir jetzt auch schon mal als Noob beleidigt, alles klar. Wir fahren jetzt nochmal ein bisschen durch die Stadt und fahren jetzt einfach mal wahrscheinlich zu einem anderen Bahnhof, so wie es aussieht, ja. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Transportationsart, ne. Wahrscheinlich wird hier irgendjemand jetzt... Oh lol, da ist irgendwie ein Wildschwein gerade eben in einem Minecart drin, okay. Das heißt, wir bauen uns kurz mal hier am Minecart ab, so kurz abgebaut und dann fahren wir einfach mal hier runter weiter. Lol, wo ist es denn jetzt hin? Hey, kleines Schweinchen hier, du musst mir mal kurz deinen Minecart abgeben, was du da hattest, so. Und dann wird hier erstmal mit mir gefahren, so, und nach vorne, oh, lol, Jungs, wir müssen nach vorne fahren, genau, schönes Ding, ich hinter dem anderen Ding hinterher, und dann können wir mal gucken, bei welchem Stadtteil wir denn rauskommen, so, wir können nochmal kurz gucken, wir haben uns die Schuhe noch nicht angezogen, okay, warte mal, so wie es aussieht, sind 2 Minecarts ein bisschen, dusselig, aber wir fahren einfach hier nochmal weiter durch den Tunnel durch, ist eigentlich ganz lustig, dass wir hier so eine Minecart-Station gefunden haben, okay, so wie es aussieht, ist diese Station hier beendet, dann kann man hier wahrscheinlich aus dem Bahnhof rausgehen, alles klar, dann können wir mal gucken, was hier denn so ist, weil das hier ist wahrscheinlich ein Stadtteil, wo noch niemand war. So, alles klar. Das sieht alles auch echt neu für mich aus. Aha, schönes Ding. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein bisschen Cooked Fish. Kann man auf jeden Fall immer mitnehmen. Ein Lava Bucket. Ne, brauchen wir auch alles nicht. Ist nichts Besonderes. Brauche ich irgendwie... Oh, yeah. Nice. So, schönes Ding. Was haben wir da? Bedrockium. Nee. Sieht alles nicht so gut aus. Obsidian Chestplate. Sehr schönes Ding. Green Dings Hunger Potion. Emerald Langens habe ich schon an. Haben wir auch nichts weiteres. Regeneration, auf jeden Fall ein weiteres Herz, was wir anziehen können. Zack, wir haben jetzt nämlich schon mehr Herzen als eigentlich gewollt. So, Cheese haben wir hier, ein Hammer. Der Hammer macht 8 Attack Damage. Unser stärkstes Schwert gerade macht auch 8 Attack Damage. Okay, wir haben auch ein Dings, ein wunderschönen Boomerang. Boomerang, Bangrang. Kennt ihr das Lied? Mega lustig. Okay, wir haben dann hier auf jeden Fall ein bisschen was genug. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir uns vielleicht falsch entschieden haben mit diesem Lucky Block Zeugs. Allerdings müssen wir jetzt, jetzt einfach unsere Entscheidung so nehmen, wie sie ist, ne? Ich habe mich jetzt einfach mal nicht für den Lucky Block entschieden, sondern wir müssen einfach mal gucken, dass wir weiter ein bisschen abfarmen können. Ja, hier ist noch ein schönes Kistenlager. Mal gucken, was wir da so haben. Wir haben hier ein Apple Pad, brauchen wir auf keinen Fall. Hier ist auch nur Müll drin. Leggings of Haze brauchen wir auch gerade nicht. Mikrosen brauchen wir auch nicht. So, sieht auch alles nicht sehr interessant aus. Nee. Leggings of Haze. Okay, vielleicht haben wir da hinten nochmal Waterbomb. Waterbomb hat uns mal umgebracht, ne? Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr zugreifen wollen. Besseres Schwert würde ich gerne annehmen. Enchanting Table könnten wir eigentlich benutzen, ja, weil wir haben ja 7 Level. Warte mal, ich benutze das einfach mal hier gleich, so, aber wir haben kein Lapis Lazuli. Mist, haben wir hier vielleicht irgendwo Lapis Lazuli? Ein Emerald Helmet, auf jeden Fall nehmen wir den mit, so, ein paar weitere Pets und so, ein kleines Messer, TNT, Red Wizard Leggings, Banana Pad, okay, das ist also eine Waffe, die man einfach so schmeißen kann. Ich werde hier einfach mal die Banana hier mitnehmen. Banana kann ja nicht schaden. Okay, 1 Minute bis zum Drop. Ist eigentlich ganz gut, dass wir uns dagegen entschieden haben, weil jetzt haben wir noch ein bisschen Emerald-Zeugs und sowas bekommen, was wir anziehen können, ne? Dadurch haben wir nochmal ein bisschen was an Kräfte bekommen. Da ist eine Bibliothek, können wir, glaube ich, nichts mitmachen. Wir nehmen, glaube ich, gleich schon den nächsten Kuchen in Angriff, wenn wir nicht mehr sprinten können. So, wir sind jetzt hier auf einem Maya-Tempel oder sowas. Okay, easy peasy. Zack, zack, zack. Okay, wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, weil nach dem Drop sind nur noch 5 Minuten oder so. Und theoretischerweise kann sich auch noch jemand zu mir teleportieren. Da muss ich auch noch aufpassen, wenn der Gott jemanden auswählt. Okay, da sieht es auch nicht so gut aus. Okay, das heißt, da gehen wir auch nicht hin.
müssen auch aufpassen, dass wenn sich jemand zu uns teleportiert, so wie ich das jetzt mal bei Flo gemacht habe, ist echt eine gruselige Geschichte, falls sowas mal passiert. Warte, kurz den Lucky Block aufmachen. Okay, ganz blöde Geschichte. Lucky Blocks sind halt eben echt gemein. Also wenn die mal wirklich richtig zuschlagen, dann kann man da wirklich großes Pech haben. So, diese Kuchen sind halt eben echt angenehm, weil da kannst du halt eben einen nach dem anderen Snaggle-Dino machen. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr toll. So, der Flo, ja, hat meines Wissens auch ein bisschen mehr Glück mit Lucky Blocks. Ja, ich bekomme aus Lucky Blocks halt eben nicht so tolle Sachen heraus. Das seht ihr auch an meinen Folgen die ganze Zeit. Ich habe irgendwie nicht so die coolsten Items. Ich würde super gerne mal hoffen, ne, dass ich mal was Cooles bekommen würde. So, nee, sieht nicht so gut aus. Aua, noch ein bisschen weiter runterhauen. Aua, okay, gut. Aber ich habe ja schon 4 extra Herzen. Ist auf jeden Fall schon mal ganz mächtig, würde ich sagen. Kann man benutzen, ne? Wir haben hier nochmal einen kleinen Blumenladen. Vielleicht ist hier nochmal irgendwas drin, aber sieht irgendwie nicht so... Sieht ein bisschen mager aus, ja? Deswegen renne ich einfach nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Ich frage mich jetzt irgendwie, ob diese Lucky Blocks, die da gerade eben ausgegeben wurden beim Drop gerade eben, ob die wirklich nochmal geholfen haben jemanden, ne? Ich hoffe mal nicht, ne? Wir haben hier eine Enderperle. Enderperle eigentlich sehr gut. Wir müssen übrigens, bevor wir dann irgendwie anfangen zu kämpfen und sowas, sieht alles nicht so interessant aus. Okay, was haben wir da drin? Cookies. Pegasus Boots. Pegasus Boots könnten interessant sein fürs Farmen, weil damit können wir ein bisschen schneller rumlaufen. Ja, wir haben hier genug Kuchele dabei. Noch ein Kuchele haben noch. Kuchele. So, easy peasy. Weitere Kisten. Oh nein. Okay, jetzt muss ich überlegen. Roman, was mache ich? Ich schmeiße eine Enderperle. Und zack, nach oben. Zack, bum, bam. Und, oh, schönes Ding. Und gerettet. Super gemacht, Roman. Alles klar. Es ist alles im Lot. Alles safe. Saveridino. Safer geht gar nicht. Okay. Schönes Ding. Okay, war ein blöder Lucky Block, gebe ich zu. Passiert, ne? So, zack, bum, bam. Okay, da sind jetzt Pferde rausgekommen. Wir sind einfach nicht lucky mit den Lucky Blocks, ja? Die machen uns nicht lucky, die Jungs. Oh Mann, ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt überlebe. Okay, noch ein Lucky Block. Oh, Schwert. Wie viel Schwert? Okay, 8,25 Damage. Ganz, ganz wenig Damage. Okay, was haben wir da? Oh Gott. Ich hab irgendwas gehört. Was ist das? Heroes X. 11 Damage. Okay. Ist auf jeden Fall besser, als wir gerade eben hatten. Okay, easy. Ich habe gerade eben jemanden gehört. Ich könnte schwören. Allerdings lasse ich mich jetzt nicht ablenken. Ich loot einfach weiter. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen. Oh, okay. Giant Knife. Perfekt. 12 Attack Damage. Banane lassen wir da. Emerald Boots brauchen wir nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit Emerald Boots ein bisschen besser ausgerüstet sind. Warte mal, ich schaue nochmal kurz. Nein. Okay, wir behalten einfach die Pegasus Boots, weil mit denen können wir uns einfach besser bewegen. Ja, können wir auch besser abhauen und so ein Zeug. Aber da hinten haben wir nochmal einen Lucky Block. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich tun soll, ob ich das einfach riskieren soll. Okay, warte mal. Okay, Enchantment Table können wir eigentlich benutzen. Warte mal, Enchantment Table können wir benutzen. Oh Gott, irgendwas knurrt hier gerade. Okay, können wir nicht, weil wir ja kein Lapis Lazuli haben. Ich vergesse das die ganze Zeit mit dieser neuen Version. Oh Gott. Oh, der Hardcore-Geist stellt dich auf die Probe. Okay, ich drücke da gleich drauf, nachdem ich hier kurz durchgeguckt habe. Auf jeden Fall werde ich mich heute teleportieren. Ich werde dann kurz gucken, wisst ihr, wie ich das machen werde. Ich werde jetzt erstmal warten, ne? Weil in der letzten Folge habe ich mich nämlich richtig auf die Hut begeben. Ja, ich habe so richtig gedacht, okay, wahrscheinlich wird sich jetzt gleich jemand zu mir teleportieren oder sowas in der Art, ja. Aber ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen. Ich warte, dann denkt derjenige, der halt eben auf mich wartet, oh, das ist wohl, er hat sich zu einem anderen teleportiert. Ich bin safe, aber ich werde einfach später erst einsetzen, okay? So, das heißt, ich gebe mir nochmal kurz was zu essen. Ich esse ein paar Fische und dann gehe ich wahrscheinlich auf denjenigen drauf. So, okay, das heißt, wir schmeißen hier das kurz weg. Wir haben hier eine Heroes X. Wir haben aber auch gerade das Giant Knife gehabt. So, Giant Knife da. Dann dieses Hunger-Ding da, Bumster, okay? Sieht eigentlich alles recht safe aus. Wir können sogar, okay, wir drücken drauf. Hardcore-Geist, Kraft, okay? Roman. Oh Gott. Oh. Lars, es tut mir leid. Es tut mir leid, Lars. Nein. Vergiss, oh Gott. Roman, ich hab dich die ganze Zeit gehört. Oh Gott, es tut mir leid. Ich hab dich die ganze Zeit gehört. Oh mein Gott, das war knapp. Aber ich geh nochmal drauf. Wir haben die Banane. Ist alles in Ordnung. Oh Gott. Junge. Ich hab dich die ganze Zeit einfach gehört. Nein, nicht hier rein. Roman, hörst du mich? Ja. Oh. Ja, okay. Nice Ding. Schön den Lars rasieren. Oh ja. Schönes Ding. Danke, Lars. Du bist ein sehr, sehr netter Mann. So, GG. Noob.
Sehr, sehr nice. Ich bin richtig, richtig happy, Alter. So, schönes Ding. Lars ist also schon mal ein bisschen raus aus der Sache. Und so wie es aussieht, macht diese Banane genug Schaden, ja? Und wisst ihr, was auch sehr toll ist? Weil der Kampf, der beginnt ja demnächst. Warte, ich muss nochmal kurz die Dingsterbumses hier ein bisschen ändern. Regeneration brauchen wir auf jeden Fall. Den Boomerang brauchen wir nicht unbedingt. So, die Lava. Warte mal, brauchen wir die Lava? Ach, nee, brauchen wir nicht. So, wir nehmen hier nochmal die Cakes kurz mit. Dann das da brauchen wir nicht. Die Cakes nehmen wir kurz ins Inventar mit rein. Den Bogen, der hat keine Infinity-Verzauberung. Jedoch ist alles in Ordnung. Die Poison Potion nehmen wir auf jeden Fall mit. So, diese Heroes Eggs und so brauchen wir auch gerade nicht. Das Hyal Schild. Ich weiß nicht, ob wir das Schild benötigen. Warte mal, das Schild, damit können wir halt eben blocken. Ja. Hallo? Hallo, guten Tag, guten Tag. Ihr kriegt euch zwei. Okay, warte, warte. Oh Gott, oh Gott. Ihr werdet es auch bei mir brauchen. Lars hat einfach gar nichts, Mann. Lars hat gar nichts. Ich hab überhaupt nichts mehr. Lars, komm her. Lars, komm her. Ich hab auch gar keine Zeit gehabt. Hier, Tüter mit Roman. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab. Sowas von tot. Lars, ich will dich töten, aber zuerst müssen wir auf Roman gehen. Ja, ich weiß. Aber zuerst. Oh mein Gott. Professionelles Vorgehen eines taktischen Einstiegs. Nein! Ich kann nicht mal schlagen. Drauf, okay, schönes Ding. Alles klar, ist alles in Butter. Komm schon, Slimepad. Hör was! Oh mein Gott! Und die Banane macht den Damage. Okay, ganz ruhig bleiben, Roman. Damage. Wo ist er? Komm her. Flo, wo bist du? Ah, da bist du ja. Da ist er. Okay, dann komm doch mal her. Ha, komm doch her. Oh mein Gott, er ist in Lava rein. Okay, sehr schönes Ding. Okay, ganz ruhig bleiben, Roman. Okay, ist alles in Ordnung. Ist alles okay. Ganz ruhig bleiben. Oh mein Gott. Das ist nicht unbedingt einfacher. Oh mein Gott, lol, er hat. Okay, sehr schönes Ding. Okay, jetzt aufpassen. Aufpassen, komm Roman. Komm her! Ich muss das Ding holen! Ganz, ganz vorsichtig bleiben. Okay. Einfach weiter draufkloppen. Mach ich überhaupt Schaden? Ja, machst du. Aber ich mach mehr. Okay. Ja! Nice Ding! Schönes Ding! Schön den Damage rausgeknüppelt. Puh, alter Vater, war das gerade knapp. Junge, warte, ich in Mute im TS. Ja, TeamSpeak. Jungs. Alter, hast du das gesehen? Junge, war das ein Kampf. Wie viele Herzen? Ich war noch fast voll, Junge. Fast was? Voll. Ja, Mann. Tut mir leid, Mann. Oh, Mann. Roman, du bist so ein Arsch, wirklich. Du bist so ein Arsch. Du hast mich eben... Ich hab dich die ganze Zeit gehört. Die Banane hat unendlich viel Damage gemacht. Junge, war die nice. Alter, Roman, die hat mit Slimepad 5 ausgelöst oder so. Guck, Flo Alter. Hat mit Slimepad gespielt, Junge. Ich würde sagen, wir machen eine neue Regel ohne Slimepad. Ja, guck mal, das mich halt trotzdem gekillt. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich hab gerade eben halt einfach nur Glück gehabt, dass ich so gut war. Ohne Spaß. Du glaubst mir nicht, wie aufgeregt ich war. Okay. Wir diskutieren das wahrscheinlich später nochmal. Guck die Folgen von allen an, lass einen Daumen hoch da. Genau, auf jeden Fall Daumen oben da lassen. Ciao. Zwei Punkte für mich.